Ein Zechenhäuschen, eine Familie und ein Plan. Der Plan ist, in 4 Wochen hat mein Sohn Konfirmation. Und dann müssen wir den größten Teil der Immobilie eben fertig haben. Für Ingo heißt das, malochen, 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 bis nichts mehr geht. Ich lasse mir das noch nicht anmerken, aber ich mach gleich ein Loch in die Wand und dann schmeiße ich Maschine dadurch. Die holde Gattin hat die Faxen dicke. Entweder lässt er sich einen Zahn ziehen und kann noch nicht zur Baustelle. Oder er hat dicke Eier und kann nicht zur Baustelle. Oder er hat lange Ohrläppchen und kann nicht zur Baustelle. Und das steht mir manchmal auch bis hier. Im Ruhrpott ist gleich Schicht im Schacht. Viel Action hier, viel Theater und viel Arbeit auch noch. Die Gegend, das ist Malocha-Viertel. Und dann dieser Übergang vom Steigerlied zu dem Lied Bochum vom Herbert Grönemeyer. Dieses Tief im Westen. Das ist dieses Bochum-Gefühl. Und da wird eben, wie gesagt, noch Fußball gespielt. Und da ist eben auch ein ganz toller Zusammenhalt. Bochum, Herz des Ruhrpotts, zwischen Malocha und Misere, stillgelegten Zechen und Currywurst-Romantik. Hier ist Prolet kein Schimpfwort, sondern noch ein Lebensgefühl. Hier sind die Menschen gerade raus und frei von der Leber weg. So wie die Rubels. 5 Köpfe auf 55 Quadratmetern. Ein Kabuff, in dem Papa Ingo mal wieder seine Ruhrpott-Jeans nicht findet. Asi? Weißt du, wo meine Jogginghose ist? Auf dem Weg in die Muckibude, wie? Ah, gefunden. So die einzige Hose, wo ich drin mich bücken kann. Mensch. Und bücken wird sich Ingo heute noch öfter müssen. So, endlich was Bequemes wieder an. Hallo, ich bin der Ingo, 42 Jahre alt und der Projektleiter von unserem kleinen Bauhaus. Ich bin die Ilona, ich bin 45 Jahre alt, die Frau von Ingo, und ich versuche meine Ideen beim Ingo durchzusetzen. Das ist die Amelie, sie wird bald 2. Hallo, ich bin die Svea, ich bin 12 Jahre alt und ich bin die Tochter von der Ilona. Ich bin der Michael, ich bin 13 Jahre alt und ich bin der Sohn vom Ingo. Auch wenn Wonneproppen Amelie den Pudding noch mit Schmackes vertilgt, den Altvorderen ist klar, die Wohnung ist ein einziges Kuddelmuddel. Ich wohne in dieser Wohnung seit 20 Jahren. Diese Wohnung hat schon Geschichte geschrieben. Ingo ist vor 5,5 Jahren, als wir geheiratet haben, hinzugezogen. Wir wohnen derzeit auf 56 Quadratmetern mit 5 Personen. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Die großen Kinder teilen sich noch ein gemeinsames Kinderzimmer. Für die Amelie ist leider kein Platz. Die schläft noch mit bei uns im Bett. Aber die Wohnung platzt eben aus allen Nähten. So, wir fahren in 5 Minuten. Wer nicht fertig ist, fährt so mit. Ja, wir sind die Rubels und das ist der tägliche Wahnsinn. Aber bald soll Schluss sein mit dem Kokolores. Die Rubels ziehen um im Pott. Raus aus Bochum und ab nach Gelsenkirchen. Auf Landkarte einmal um die Ecke. Aber gefühlt eine halbe Weltreise. So, jetzt sind wir in unserem Schnäppchenhaus. Kommt einfach mit rein, ich zeige euch auch ein bisschen was. Wir sind in der glücklichen Situation, ein altes Zechenhäuschen gefunden zu haben. Mit einer Wohnfläche von ungefähr 122 Quadratmetern. Wir haben in der oberen Etage 5 Zimmer. Und unten haben wir eine große Küche, ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer. Dazu noch ein Garten mit 550 Quadratmeter Grundstück, wo schon eine Laube draufsteht. Von daher, was will man eigentlich mehr erwarten? Na nix, Ingo. Klingt erstmal super. Aber von innen ist der Bergmannspalast leider eine ziemliche Kabachel. Das hier ist unsere Küche. Die Fliesen, das wird natürlich auch alles weggerissen. Und jetzt kommt das Highlight. Dort machen wir einen Durchbruch. Ganz genau hier. Also es bedeutet, die Küche ist Durchgangszimmer. So, das Esszimmer. Jetzt kommt das Highlight. Ich gehe mal an der Seite. Moment. Der Durchbruch, so wie du das ja wolltest, den Durchbruch, den machen wir einfach ein bisschen größer. Das machen wir so bis 40 cm. Ich verstehe immer noch nicht, warum du die Wand nicht bündig machen kannst. Das will ich dir erklären. Meine Aufgaben beim Umbau ist eigentlich alles. Ich bin nicht nur der Projektleiter, ich bin auch der Bauleiter und ich bin auch der Handwerker Nummer 1, wenn ich das mal so sagen darf. Er erzählt immer viel und meistens kommt was anderes dabei raus. Bau du weiter ein Gartenhäuschen. Bau dir Licht rein oder eine Girlande oder irgendwas. Das Gartenhäuschen wird. Also ja, ist übrigens kein Gartenhäuschen, das ist so ein Gewächshaus.
Ist ein Unterschied. Wir haben einen riesengroßen Garten. Ich freue mich auch auf den Garten. Ich überlege auch schon, wo ich einen Acker anbauen werde. Ich möchte auch ganz gerne ein Gewächshaus haben, in dem ich Gurken und Tomaten anpflanze. Das ist das, was mir im Moment hier sehr fehlt. Und das sind so meine Aufgaben hinterher. Ja, dann gehen wir doch einfach mal nach oben, ne? Der erste Stock ist für die drei Racker von Robels. Hier sollen Svea, Michael und Amelie sich in Zukunft mal nach Herzenslaune verlustieren. Ja, hier habe ich schon mal angefangen, die Decke abzureißen, weil ich wollte einfach wissen, was dahinter ist. Und dahinter hat sich dann, so wie unten bestätigt, eben das ganze Spalierholz. Diese ganzen Sparren haben sich dahinter bestätigt. Gedämmt mit Stroh, Asche und Lehm. So haben die das damals verbaut. Hier kann man das noch ganz schön sehen mit dem Lehm. Das ist natürlich nichts. Also hier haben wir schon mal, habe ich ja alles freigelegt. Und jetzt werden wir dann anfangen, hier die Dämmung dann eben hinterzumachen. Und dann kommt das alles mit Rigipsplatten. So, dann gehen wir jetzt mal in das Schlafzimmer von der Svea. Da haben wir hier eine noch vorhandene Dusche. Nein, die Dusche bleibt. Die ist doch super gemacht. Nein. Warum nein? Ich bin dafür, dass die Kinder, das sagt mir Ilone auch immer, die sollen gleich gehalten werden. Und wenn der eine jetzt eine Dusche hat und die andere möchte auch eine Dusche, dann geht das natürlich nicht. Das heißt, ich werde diese Dusche definitiv abreißen. Das ist Fakt der Dinge. Da kann sich von mir aus querstellen. Das mache ich nicht mit. Das soll mal ein begehbarer Kleiderschrank werden. Den kannst du. Wie weit willst du den denn begehen? Ein begehbarer Kleiderschrank ist ein Raum. Das ist kein Raum. Ach nee. Hier wird sie aber dann mal ihre Sachen aufhängen. Ihre Jacken, ihre Hemden, Blusen. Die werden lass dem Kind doch die Dusche. Damit sie dann 20 Minuten jeden Morgen duschen kann. Nee. Also Ingo hat einen ganz, ganz starken Charakter. Und ich bohre immer wieder nach. Und irgendwann ist er genervt und gibt auf und wird wahrscheinlich die Dusche beibehalten. Mal sehen, wer sich von euch hier durchsetzen wird. Auch sonst wird der Umbau sportlich. Elektrik, Heizung, Wasser, Wanddurchbrüche, mein lieber Herr Kokoschinski. Der Plan ist, in 4 Wochen hat mein Sohn Konfirmation. Und dann müssen wir den größten Teil der Immobilie eben fertig haben. Das heißt, der Boden muss drin sein, die Wände müssen verputzt sein, Durchbrüche gemacht werden, dass wir da auf jeden Fall in der Küche ein Buffet aufbauen können. Also das Plan ist so 4 Wochen. Länger darf die ganze Geschichte erstmal nicht dauern. In echt jetzt? 4 Wochen? Na, da kippt man nicht aus der Latschen. Wer zu schaffen? Mit der Eva Brenner und einem Nummernkonto auf Seychellen. Jetzt muss ich dann so ein bisschen einfach mit den Zahlen jonglieren, weil ich einfach noch nicht weiß, wo die Reise hingeht. Aber Fakt ist, 50.000 Euro darf ich natürlich nicht überschreiten, plus eben meine Eigenleistung. Deswegen mache ich das eben alles alleine. Aber so ganz alleine macht Ingo das Gott sei Dank ja nicht. An seiner Seite, und das schon seit 5 Jahren, die bessere Hälfte, Ilona. So. Die ganze Sache macht sich ja nicht von alleine. Wir müssen jetzt auch richtig Gas geben. Ich hole jetzt mal eben die Kinder, dass die dann hier auch ein bisschen so kleine Arbeiten dann erledigen können, den Schutt runtertragen. Michael? Svea? Boah, nicht so laut. Kommt ihr mal bitte? Ach, geh doch mal eben Wacker holen. Aber dann bleib ich sofort unten und mach den Garten. Dann bleib du unten und mach den Scheißgarten. Ist ja nicht so, dass wir nicht genug zu tun haben hier oben. Ilona hat ja gesagt, sie will sich ja unbedingt um ihr tolles Gartenhäuschen kümmern, was ich jetzt für absolut überflüssig halte. Aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann bin ich froh, wenn sie mir nicht auf Eier geht. Ja, das ist gut. Ja, gut, dass ihr da seid. Pass auf, ich habe jetzt hier gleich ein paar Aufgaben für euch. Einer kann erstmal hier den ganzen Mist zusammenfegen und dann rein in die Schaufel, rein in den Eimer und dann runter damit. Okay. Und tschüss. Also ich werde auf jeden Fall die ganze Wand hier abreißen und dann muss ich einfach mal gucken, wo jetzt noch Bedarf ist. Drüben auf jeden Fall im Nebenzimmer, hier oben auch noch die Wand, da rieselt schon runter, wo wir das nochmal abreißen werden, um zu gucken, muss ich die Decke jetzt dämmen? Die werde ich natürlich in jedem Fall dämmen müssen, nur gucken ist wie. Egal wie, erstmal muss die geliebte Ruhrpott-Jeans ins staubabweisende Ganzkörperkondom. Hat Ilona aber ein bisschen klein gekauft, was? Ja, das ist eigentlich oder sollte XL sein. Ach je. Hier, wenn Godzilla mal Luft holt, dann ist da auch nicht mehr viel Platz drin. Na dann mal lieber nicht bücken, du Wuchtbrumme. Nur wie kriegst du denn die Latschen an die Quanten? Geschafft. Jetzt kann man ja mal gucken, wie weit die beiden Eumels schon gekommen sind. So, wir sind
Stunde, Papa. Wir sind fertig. Ja, prima. So, ich habe mir gerade überlegt, das wird hier gleich eine ganz schön staubige Angelegenheit. Ihr geht besser rüber und könnt das Holz ansammeln, dass ihr das erstmal runterbringt. Okay. Svea und Michael werden die Kabäusken hier oben bald ihr eigen nennen. Dann können die zwei ruhig für malochen. Macht bestimmt Laune, oder? Also, ich finde es auch eigentlich normal, dass man mithelfen muss, weil es ist ja auch für unser Zimmer. Und ja, ich finde es eigentlich ganz okay. Klar, welcher Junge hat keinen Bock auf kaputt machen? Und hat die Halbschwester auch so viel Spaß mit Dreck und Schmutz? Ich finde es halbwegs okay, weil es ist schon doof, dass ich mithelfen muss. Weil, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir alte Klamotten angezogen und nicht die neue. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Eimer ist voll. Okay. Also meiner ist noch nicht ganz voll. Ja gut, dann kannst du mir einfach ein bisschen helfen. Ja, dann helfe ich dir mit und dann bringe ich gleich schon raus. Oder du kannst bei dir auch in die andere Richtung das noch machen. Ja. Am Tempo könnten die beiden Teens natürlich noch schrauben. Aber der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. Was buddelst du denn da vor dich hin, Ilona? Also mein Tagesplan ist es für heute, ich möchte hier Erdbeeren pflanzen. Das bietet sich unheimlich an, weil die Sonne von da oben direkt hier drauf scheint. Und was mir ganz wichtig ist, ich möchte ein Gewächshaus bauen. Große Pläne verlangen mächtige Verbündete. In diesem Fall Willi, 78 Jahre, Ilonas Papa und Ruhrpott-Original. Also mein Vater ist auch handwerklich sehr begabt. Er ist gelernter Bergmann, hat aus seiner Berufszeit viel, viel mitgenommen, hat auch jede Menge Ratschläge. Und ich sag mal, mein Vater ist so ein MacGyver. Papa. Hallo, wie geht's dir denn? Ganz gut. Ich habe mit dir noch gar nicht gerechnet, bist ein bisschen früh. Aber ist egal, das mache ich dann später. Wir wollen doch jetzt das Gewächshaus bauen. Ja, ja. Also, wie hast du dir das vorgestellt? Also ich habe schon die Dachlatten gekauft, ich habe schon die Abflussrohre gekauft. Wie ich mir das vorgestellt habe, so wenig wie möglich zu arbeiten. Das Vernünftigste, was ich heute höre. Ich habe jetzt ein Problem. Ein Problem. Also, ob das jetzt hier hin soll, dass ich dann hier runterkomme oder da und dann wachsen hier die Tomaten oder ob wir das hier hinbauen sollen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Hast du eine Idee? Ja. Die ganze Öffnung, das Gefälle nach hinten machen, kannst du da kommen. Was für ein Gefälle? Ja, wo Wasser abläuft. Projekt Gewächshaus steckt noch in der Planungsphase. Projekt Fujikato dagegen hat volle Fahrt aufgenommen. Ingo vermutet hinter den Dachsparren offensichtlich eine Schicht aus radioaktivem Herpes-Asbest. Auf jeden Fall hat er sich entsprechend vermummt. Aber eigentlich stauben hier nur Lehm, Asche und Heu. Dicke Luft ist trotzdem. Wie in eine Zeche. Wenn die Wolke sich verzieht, wird es sich entscheiden. Muss Ingo das Dach neu dämmen oder nicht? Sieht alles soweit ganz gut aus. Aber dann müssen wir natürlich erst mal gucken, wie die anderen beiden Seiten noch aussehen. Bis jetzt ist das eigentlich soweit in Ordnung. So. Am Nachmittag kündigt sich Besuch an. Was will der Mann verkaufen? Versicherungen? Jogginghosen? Jürgen Wilkes von der Firma Holz Oppermann in Lengerich. Und ich bin ein guter Bekannter vom Ingo und helfe ihm hier dann später beim Bau etwas und besorge ihm Material dafür. Oh, alte Jürgen! Hupe. Sieht gut aus hier. Jürgen, alte Rinde! Sieht aber scheiße aus. Ich weiß. Grüß dich. Alles klar? Ja, sieht ja schon gut aus hier. Ja, ein bisschen was abgerissen. Krass, krass. Aber du bist so ein Experte, ne? Muss das jetzt alles runter? Ja, da muss alles runter. Muss alles runter, auch hier? Ja. Weil ich denke mal, Spalierholzplatten und dann geht das Dach ja spitz zu. Nee, sonst geht dir die ganze Wärme ja nach oben flöten, ne? Ja, ja. Dann musst du rausmachen. Untenrum macht Ilona nichts weiter als Sprenzkes und Willi geht das auf eine Pimpernelle. Er lässt sich aber nichts anmerken. Und die Öffnung ist?
ich auch. Ja, ich hole ihn mal. Ilona, das kann schwierig werden. Denn die beiden Ruhrpott-Gourmets sind schon längst woanders.